Hey Leute, was geht ab? Ich habe mal einfach ein Video gedreht, wo ich einfach nur fahre immer. Und das ist so auch wieder so ein Stück Charakter, den der Motor. Ist das geil? Guck mal, perfektes Rev-Matching. Perfekt. Einfach zack. Minimal was erzähle. Gibt ein bisschen Sound auf die Ohren. Gibt ein bisschen Fahreindrücke auf die Ohren. Gibt ein paar Downshifts. Ein bisschen Sound. Fenster offen, Fenster zu. Ein bisschen wird gelabert, aber einfach mal ein bisschen zuhören. Also zieht euch rein, viel Spaß. Irgendwie bietet er so viel auf einmal. Bremse gut, Sound gut, Reifen gut. Wenn man ein paar Tage mit dem Ding unterwegs ist, weiß man, das ist es. Soundkulisse einfach, ne? Oh, Digga, macht mich süchtig. Ja, das ist einfach Sound wie am Gas hängen. Guck mal, perfektes Rev-Matching. Perfekt. Einfach. Dann halt, wenn man das Auto kennt, ne? Wenn man jetzt, was meinst du, wie krass der Sound war nach der Nordschleife, nach zwei Runden, drei Runden Nordschleife, wenn du dann zur Einfahrt fährst, was das für eine Kulisse gibt, ey, boah, zu krass, also der Auspuff, wenn der Knacke heiß ist, ist nochmal eine Ecke geiler, aber das ist es einfach, was dieses Fahraktive hier, nicht diese ganzen Knöpfe, einfach hier, Beine, Beinarbeit. Ja, was soll ich sagen? Ich habe Spaß beim Fahren und das ist es einfach. Und dann natürlich ein Auto, was in meinen Augen noch sehr modern aussieht in der heutigen Zeit, mit dem geilen Motor und dem guten Schaltgetriebe. Ist einfach da, wo ich meinen Spaß drin habe. Fahre nicht immer so, aber mal muss das sein. Ne? Hört euch das mal an. Nur weil ich das will, nicht weil er das macht. Will ich es nicht, habe ich es nicht. Boah. Das macht er von alleine auch manchmal. Aber nicht immer. Und das ist so auch wieder so ein Stück Charakter, den der Motor. Ist das geil, ey. Ja, das ist einfach. Was macht er alleine? Mal so, mal so. Weiß er selbst noch nicht. Aber gleich wieder. Nee, auch nicht. Da. Ja, ey, Leute. Dieser Motor macht mich einfach verrückt. Soundkulisse. Ist auf dem ersten. Ja, wie soll ich das besser sagen? Es ist einfach, dass der Motor einen eigenen Willen hat und eine eigene Charakteristik von einfach zeigt. Mal ist die Bremse ein bisschen warm, deswegen quietscht sie. Dass einfach der Motor mal so macht. Es ist nicht dieses digital gesteuerte, dass man sagt, ja, jetzt muss ich dir unbedingt diesen einen geben. Und das machst du jedes Mal.
sondern es macht er mal lauter, mal leiser, mal doller, mal mehr, mal weniger und auch mal ein oder einen halben oder eineinhalb. Und je nachdem, welchen Gang du wählst, ist es auch nochmal unterschiedlich. Und das ist irgendwie so dieses ganze Spiel, was das Auto in Summe liefert. So. Natürlich auch der Performance-Engine-Dämpfer macht echt viel aus in Emotionen, aber trotzdem das Ding mit dem Serienauspuff, mit Schaltung und der Leistungsentfaltung alleine ist auch mächtig ausschlaggebend für die Charakteristik. Und da war wieder einer. Da auch. So geil. Einige haben mich gefragt, ob das schädlich ist. Es ist nicht das Beste, aber ich mache es seit 6 Jahren oder 5 Jahren und bisher keine Macken. So schlimm kann es ja wohl nicht sein dann, ne? Oh Leute, ey. Guck mal, was da kommt. Digga, ein CS. Sweete Kiste. Haha, CS mit H-Kennzeichen. Das Ding brennt auch, Alter. Ja, so, das Video nennen wir mal Wir fahren. Wir fahren zusammen. Ja, also echt cool. Sound habe ich echt unfassbar viel Spaß mit. Die Art und Weise, wenn man das Auto kennt, Downshift, Soundkulisse dazu und dieses Brummen, Knallen. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war Wir fahren und jetzt sind wir genug gefahren. Ich glaube, das Video wird zu lang für euch. Ich fahre weiter. Vielleicht lasse ich die Kamera laufen und lade das einfach mal kommentarlos hoch. Also, haut rein, Jungs. Peace.